Hallo, liebe Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade so voller Euphorie und Dankbarkeit aus mehreren Gründen, dass ich, auch wenn ich jetzt so ein bisschen in der Vorproduktion der Vlogs bin, was mir aber gerade sehr gut tut und ein bisschen den zeitlichen Druck nimmt, ich einfach das Handy in die Hand nehmen musste und losfilmen musste. Ich werde euch gleich erzählen, wieso, weshalb, warum und auch so noch ein paar Infos geben. Wir suchen nämlich tatsächlich auch Verstärkung. Falls ihr das bei Instagram noch nicht mitbekommen habt, werde ich euch hier noch mal kurz ein paar Infos dazu geben. Vielleicht passt es hier für einen, für euch. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit dem neuen Vlog. Ich nutze nämlich gerade die Zeit, wenn ich mit Castor erstmal ein bisschen Schritt reite. Ich bin im Dressursattel unterwegs, will noch ein bisschen locker arbeiten jetzt am Abend. Wir waren das Wochenende bei Freunden, auch da hatte ich den ganzen Tag über Pferde um mich herum. Aber wie das immer so ist, man kommt nach Hause und geht natürlich sofort zu den Pferden und macht alles. Und ich weiß nicht, habe dann immer noch mal eine zusätzliche Motivation, dann abends auch noch mal selber auch mit Castor jetzt hier zu arbeiten. Aber vorweg wollte ich euch was erzählen. Zuallererst wollte ich einmal ein ganz großes Dankeschön an euch loswerden, an all den Support, den wir immer wieder bekommen. Auch wenn ich mich in der letzten Zeit dabei öfter wiederhole, finde ich es immer wieder absolut nicht selbstverständlich. Und es macht riesigen Spaß, sich auch mit euch auszutauschen über verschiedene Themen, eure Meinung zu hören. Und es ist wirklich richtig, richtig cool. Und dann empfinde ich gerade so viel Dankbarkeit für unser Team. Ich habe es gerade bei Instagram auch schon erzählt. Ich blende hier das einmal kurz ein. Das sind so Kleinigkeiten, die mich einfach jedes Mal sprachlos machen. Weil wir waren jetzt 2 Tage nur weg. Und Conny war jetzt auch am Wochenende noch mit da und hat die Pferde früh und Abend, außer jetzt bin ich ja selber wieder da gewesen, versorgt, weil wir Verstärkung suchen, dazu gleich noch mehr. Aber irgendwie ist sie dann halt auch immer nicht von neuen Ideen und Projekten abzubringen. Und sehr oft, wenn wir auch nur die kürzeste Zeit, wie gesagt jetzt 2 Tage, nur übers Wochenende, weg sind, erwarten uns immer so Kleinigkeiten auf dem Hof, die dann erledigt sind oder neu gemacht sind, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Es ist dann immer so, na, ist dir was aufgefallen? Und gerade eben solche Sachen, wie jetzt hier dieses Rekal, was sie da einfach gebaut hat, es ist ja alles trotzdem immer noch provisorisch hier im alten Stall. Es wird hier im neuen Stall alles mal mit neuer Sattelkammer, schickem Putzplatz, Waschplatz und so weiter gebaut werden. Aber das geht halt nicht alles von jetzt auf gleich. Und deswegen habe ich halt auch nie irgendwie viel Gedanken gemacht, wie man das hier noch weiter ordentlich machen kann, und war halt immer eine Putzkiste normal da gestanden. Ihr kennt es ja aus den Vlogs und so. Und hat sich jetzt ein schickes Regal hingebaut und das hat einfach schnell selber gebaut und dahin und mit diesen Körbchen da. Und es sind wirklich diese Kleinigkeiten, die mich jedes Mal ein bisschen sprachlos und fassungslos und dankbar machen, weil das absolut nicht selbstverständlich ist. Und es ist einfach so cool zu sehen, dass halt das Team genauso für die Sache brennt, wie wir auch. Also klar ist es trotzdem immer noch was anderes, es ist ja unser eigenes Baby, aber es ist halt trotzdem dieses Team, diese Familie wirklich, die sich so entwickelt hat die letzten fast 3 Jahre ja inzwischen. Und manchmal vergisst man auch so ein bisschen, was in der Zeit schon alles gemacht und geschafft wurde. Aber wir haben noch viel vor uns und mit so einem tollen Team ist es einfach grandios. Es macht so viel Spaß und kleiner Monolog jetzt hier, aber das musste ich jetzt auch loswerden. Wir haben ja die ganze Zeit hin und her überlegt, wie wir das mit den Heuraufen machen wollen. Ich hatte euch da ja auch öfter nach Tipps gefragt. Und ein Tipp wird jetzt mit einem grandios guten Deal umgesetzt. Ihr hattet uns den Tipp mit den Palettenrahmen
Aufsatz, also dieses Aufsatzrand für Paletten gegeben. Manche machen damit jetzt zum Beispiel auch Hochbeete oder so zu Hause, die man halt einfach so, sind so 20 cm hoch und dann halt wie so eine Europalette groß, 1,20 x 80 so, und dann kann man das eben auf die Europalette schrauben und dann halt beliebig hoch stapeln, wie viele Rahmen man eben aufeinander setzt. Also wenn man Heuraufen kaufen möchte, für einzelne Paddocks, ist man ja sowieso schon utopisch teuer unterwegs. Für Sachen, also ich mag halt solche Metallsachen nicht, wo dann die Abstände so, wo die so rein, weiß ich nicht, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber also es ist ja alles übelst teuer. So, deswegen war das sowieso ausgeschlossen, weil wir brauchen halt eine große Anzahl an Feuerraufen. Und jetzt habe ich wirklich, es ist manchmal es ist so mit diesen Zufällen im Leben, ne? Dann habe ich jetzt halt die ganze Zeit, oh, war so traurig und deprimiert und gedacht, oh, jetzt kriegen wir das wieder nicht hin, vernünftig. Und manchmal sagt das Schicksal eben genau zum richtigen Zeitpunkt Bescheid. Genauso war es tatsächlich auch mit dem Hof hier. Andere Geschichte. Aber ich habe dann heute auf der Heimfahrt nach günstigen Paletten bei Kleinanzeigen geguckt. Und da ist mir in die Hände gefallen, dass jemand eine sehr große Menge an solchen Rahmen, die gebraucht sind, aber völlig super, verkauft für einen absoluten Spottpreis dafür. Also mehr Glück kann ich gar nicht haben. Dann kann ich jetzt hier in der Umgebung sogar auch noch günstig Europaletten abholen, weil die sind einfach die besten. Der kleine Plüschbär steht jetzt einmal kurz nur mit Aschschutzdecke, dass die Sattellage so ein bisschen abtrocknet. Aber hier vorne, also das ist halt nicht super nass, ne? Also ich bin da ja auch wirklich sehr schmerzbefreit. Und die Pferde sind dadurch super abgehärtet auch. Also das ist ja nicht triefend nass. Ne? Ihr seht, hier unten drunter ist ja alles trocken. Wenn die so oberflächlich ein bisschen feucht sind, ist das ja überhaupt gar kein Problem. Es ist nicht übelst kalt, es ist nicht windig, ich stehe nicht im Zug. Also so kommt ihr dann einfach gleich in die Box. Muss nichtsdestotrotz dringend geschoren werden. Eigentlich jetzt auch kommende Woche direkt, weil das Training jetzt mehr wird, weil die Turniere wieder anfangen und da geht es jetzt wirklich nicht mehr. Ihr wisst, ich share eigentlich sehr, sehr selten und halt auch wirklich nur die Pferde, die intensiver im Training sind für Turniere im Winter. Ansonsten, wenn die halt nur normal Training laufen und jetzt keine Hallensaison vor sich haben, dann bin ich da einfach gar kein Freund von. Man macht im ganzen Stoffwechsel mehr kaputt, mehr Unruhe als es bringt am Ende und wir haben damit kein Problem, wenn es dann halt wirklich im Winter ist. Wenn die dann eben bei Kälte mehr geschwitzt sind, dann kommen die einfach einmal in die Box mit Abschutzdecke. Ja, hör auf zu bügeln. Dann wird das nächste Pferd geritten und dann kommen die raus und es hat immer einmal so Zeit versetzt, dass die kurz Zeit haben zu trocknen. Gleich nochmal Äppeln vor Frust. Oder was ist das hier? Jede kleine Bettler. Du hattest ja aber gerade schon was, ne? Ist ja nicht so. Ja. Aber nicht, dass wir hier die Wampe zu sehr abtrainieren, ne? Ja, nicht, dass wir schlank werden. Nein, das dürfen wir nicht riskieren. Nein. Ich habe auch vorhin auf der Fahrt mal so ein paar Hersteller von Hallenspiegeln kontaktiert. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich aus allen Wolken falle, wenn ich die Preise höre. Aber wollte mir da jetzt einfach mal also langsam einen kleinen Überblick verschaffen. Irgendwann will ich das Thema hier angehen. Wenn ein gutes Angebot reinkommen sollte, dann ist es soweit. Nicht heute, nicht morgen, aber muss ja mal ein bisschen die Augen und Ohren offen halten. Nicht an das andere Futter. Die anderen haben schon Abendbrot gegessen. Auf dich wartet es jetzt. Hm? Kleines Schatz. Richtig ekliges Wetter auf einmal. Was ist hier los? Pferde sind natürlich, sieht man sie? Trotzdem draußen. Also es regnet jetzt nicht schlimm. Wenn es mehr werden würde, würden sie einfach Decken bekommen und gut ist. Hallo, guten Morgen. So, wir müssen uns jetzt erstmal begrüßen.
Ja, die Leica steht auch gleich auf, aber die war noch müde, weißt du? Komm, Mämmchen. Die waren noch müde, weißt du? Ja, die sind nicht so früh so wach. So früh wach wie du. Die ist gut und wartet. Ich habe meine neue Regendecke für Castor mitgenommen. Wird er nachher vielleicht brauchen. Hier müssen wir auch neu ranschreiben, so mal die Namen. Das ist nicht ganz aktuell. Wie schön das hier immer aussieht unter den Bäumen. Hinten pflanzen wir auch gerade neue Bäume. Die werden natürlich nicht schnell groß. Aber auch das wird schön aussehen. Ja, ich glaube, wir haben noch zwei Boxen einzustreuen. Wir haben uns gut aufgeteilt. Ich habe auch von hinten her schon angefangen zu kehren. Ich habe gestreut. Katrin und Paula haben gewistet. Und wenn ich mit Nachstreuen aufs Misten ein bisschen warten musste, habe ich von da schon angefangen ranzukehren. So, jetzt habe ich noch zwei Boxen. Dann kann ich das hier fertig machen. Wir machen drüben noch schnell die Boxen. Und dann kann man frühstücken. Viele Hände, schnelles Ende, wie es so schön heißt. Beide Ställe fertig. Ich habe gleich nochmal Schabracken mitgenommen, die ich in die Waschmaschine werfe. Und dann hat Alex jetzt hoffentlich das Frühstück schon fertig. Ich habe ja hier immer meine Everdrop-Dosen für die Pferdewäsche vor allem auch, wie man hier sieht. Es wird halt oft mit dreckigen Fingern angefasst. Mein Gott, kann man abwaschen, sind ja robuste Metalldosen. Aber hier muss ich jetzt gleich einmal das Color nachfüllen. Das ist nämlich leer gegangen. Das sind ja jetzt hier die neuen Verpackungen. Vorher waren es ja so Papierbeutelchen, wie da unten. Und jetzt einmal hier neu. Und auch das Waschmittel selbst wurde ja überarbeitet. Ich zeige euch das schon lange, weil ich es wirklich genial finde. Es ist halt wirklich komplett plastikfrei. Nicht nur das Waschmittel selbst, sondern auch die kompletten Verpackungen. Auch nicht nur das Waschmittel, sondern alles von Everdrop. Also da ist wirklich sehr viel Plastik eingespart. Könnt ihr euch auch auf der Website mal ein bisschen durchstöbern. Da ist ganz viel Wissenswertes auch. Und man braucht halt wirklich von dem Waschmittel, was jetzt auch nochmal überarbeitet wurde, sehr wenig. Es hat einen super angenehmen Duft und gibt halt auch verschiedene Varianten. Das ist hier zum Beispiel das Vollwaschmittel. Es gibt Feinwaschmittel. Es gibt auch hier nochmal hier von Pamela Reif in Kooperation das Sportwaschmittel. Also ganz viel, was mich im Alltag von Everdrop einerseits hier beim Waschen begleitet, aber eben auch sonst. Angefangen hat das Ganze ja zum Beispiel auch hier mit den Reinigern von Everdrop. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einmal so eine Glasflasche, auch mit Glasreiniger. Die sind auch farblich immer zu erkennen. Dann hat man eben nur so kleine Tabs, die man da einmal in dem Wasser auflöst. Und schon hat man sein Reinigungsmittel. Also damit spart man nicht nur Plastik, sondern eben auch CO2 in dem ganzen Versand. Also auch wenn ich das natürlich im stationären Handel kaufen würde, ist es ja trotzdem einmal versendet worden. Die ganze Logistik wird ja viel einfacher, weil eben das ganze Wasser nicht mehr mit transportiert wird, sondern man nur noch die Tabs braucht. Das Wasser hat man eh zu Hause aus dem Wasserhahn und dann kann man das ganz einfach zu Hause selber machen. Was für ein Herbstwetter auf einmal. Der kleine Muck hat jetzt seine Regendecke an. Der ist ja so, so zart, dass der auch jetzt ein bisschen gefroren hat. Das ist so ein bisschen eine gefütterte Decke. Das passt sehr, sehr gut. Ne, Spazi? Ich muss mir also auf jeden Fall erstmal eine dicke Jacke anziehen. Sogar im Büro ist es so kalt. Ich habe die Heizung noch gar nicht an. Ich habe gerade ganz viel Orga-Kram gemacht. Lehrgänge, Mails, Turnierplanung und sowas. Und alle Pässe rausgesucht, weil unser Tierarzt Christian gleich noch kommt. Also ich weiß nicht genau wann. Wir sind die Letzten auf der Route, aber er kommt heute Abend auf jeden Fall noch und da sind, wie ihr seht, einige dran mit Impfen. Ist dann immer einmal so ein großer Sammeltermin und
ohne unser Hippo-Vibe würde das echt gar nicht gehen. Ich habe euch das ja schon auch letztes Jahr öfter vorgestellt, die App, die wir fürs ganze Stallmanagement nutzen. Bei der Pferdeanzahl und vor allem auch bei den dauernden Pferdewechseln, es kommen immer wieder neue Pferde mit neuen Impfrhythmen und so weiter dazu und allem, auch Schmied und allem, was dazu gehört, es wäre ja komplett ein Unding, das ohne eine App zu machen. Also ich wüsste wirklich nicht, wie ich das ohne Hippo-Vibe hinbekommen sollte. Ich bin wirklich echt begeistert davon. Und Conny hat das ja jetzt auch sehr viel übernommen, dieses ganze Gesundheitsmanagement-Thema. Die sucht dann eben immer zum Beispiel zusammen, eben wenn ein paar Pferde eben so die Impftermine so zusammen haben oder genauso wie auch die Schmiedtermine. Die organisiert sie halt inzwischen komplett ohne mich. Ich erfahre dann mal kurz, wann der Schmied kommt, aber mehr habe ich meistens gar nicht mehr damit zu tun. Und das ist so viel wert, kann ich euch sagen, weil so viel auch mentale Belastung mit so einem ganzen Orga-Kram während dem ganzen Reiten und so weiter zusammenhängt. Und da bin ich echt froh, dass wir da inzwischen ein richtig gutes System im Team haben. Ich streiche da hinten so eine wundgeleckte Stelle. Die muss Christian sich auf jeden Fall auch gleich einmal angucken. Ich habe aber schon Wundzeugs, Fellzeugs zur Unterstützung bestellt, ne? Aber dass er da auf jeden Fall einmal drauf schaut. Streich, wir können gleich hier unten lang gehen. Und ich will jetzt noch schnell. Komm schnell! Ja, du Schatz. Ein paar Sprünge aufbauen wollte ich rein. Wir haben morgen ein paar. Bin ich jetzt zu schwach oder hat jemand von innen zugemacht? Weil wir morgen ein paar Pferde springen wollen. Im Moment, es wird gleich wieder heller. Und dachte, das kann ich jetzt hier gleich schon mal ein bisschen vorbereiten. Dann sehen wir morgen fix fertig. Und das dachte ich mir, kann ich jetzt schon mal was aufbauen. Also jetzt nichts Wildes, nichts Verrücktes, nicht viel, weil es muss eh wieder raus dann auch übermorgen. Weil dann wieder richtig schön gewässert wird und Halle geschleppt wird für den Lehrgang am Wochenende. Aber das kann ich jetzt schon mal aufbauen, weil ich ja sowieso noch auf den Tierarzt gerade warten muss. Kann ich die Zeit gleich sinnvoll nutzen. Ich habe einen neuen XXL-Schirm bekommen. Der ist gefühlt größer als der ganze Dackel. Aber so kommt er halt wirklich nicht mehr ran, dass er sich da irgendwie weiter leckt. Er hat jetzt einmal Tabletten bekommen. Und die Tage kommt auch ein bisschen Pflege an für die betroffenen Hautstellen und das Fell und so. Ich glaube, dann haben wir das auch ganz schnell wieder im Griff. Ne, mein Schatz. Oh Gott, bist du süß.
Ich bereite gerade alles vor, weil morgen der große Tag ist und Hobby geschoren wird. Und Katrin wird das übernehmen, während wir im Probereiten haben. Da habe ich einmal hier die kleine Schermaschine neu bestellt, unsere kleine. Da waren die Akkus alle komplett kaputt. Und die habe ich hier auch bei Rider Steel entdeckt. Die ist... Ach so, klar, ich habe sie hier gerade rausgeholt. So ein Quatsch. Klein und handlich und die ist eben perfekt für Kopf und Beine und Feinheiten und so weiter und hat zwei Akkus, also einen habe ich jetzt hier drin und das Praktische ist, ich kann das halt wirklich direkt hier ins Ladegerät stecken. Den zweiten Akku kann ich auch direkt laden und wenn ich, ihr seht jetzt, das hintere blinkt, der lädt jetzt und wenn ich die jetzt aber einstecke, dann schaltet es darauf um und das hat jetzt erstmal Priorität beim Laden, finde ich sehr gut. Und natürlich auch die eigene Rider's Choice Schermaschine, die aber ja eine große Schermaschine ist. Ist neu eingezogen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an unsere Share Disaster letztes Jahr oder dieses Jahr, letzten Winter, erinnert. Das war ja ein absolutes Chaos und deswegen gab es jetzt einmal hier die Akkuschermaschine neu. Auch die hat zwei Akkus bei. Eine ist jetzt hier schon drin. Da ist ein Ersatzakku da zum Laden. Das werde ich jetzt auch gleich nochmal machen, den laden. Also die haben ja immer einen Ladestand. Die sind ja jetzt nicht komplett leer, aber ist natürlich besser, wenn man die jetzt nochmal direkt den Abend vorher vorbereitet und voll macht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Katrin sagen wird. Also die liegt schon mal sehr, sehr gut in der Hand. Ist auch wirklich leicht und handlich und ist auch so einfach vom Gleichgewicht her, ne? Richtig schön ausgeglichen. Ich denke, damit wird Katrin viel Freude beim Scheren haben. Und ich bereite hier jetzt erstmal alles vor. Hier ist alles bei. Zum Beispiel hier auf einmal das Öl für die Scherblätter. Das kommt aber dann im Anschluss nicht mehr hier rein, wenn wir die Flasche einmal verwendet haben. Aber die kann ich erstmal neu hier drin lassen. Wir haben noch Scheröl. Deswegen brauchen wir das jetzt nicht. Aber das wäre jetzt schon ein bisschen riskant. Also mit Plastiktüte drumherum, okay. Aber ich will hier den Koffer schön sauber und nicht sich haben. Und hier ist auch nochmal so Werkzeug auch mit bei, auch hier, ich hole das hier immer raus, hier alles dabei, um auch die Scherblätter zu wechseln und so weiter. Gehe jetzt wieder hier rein. So, jetzt bereite ich aber erstmal die Akkus vor. Kasper steht bereit zum Scheren. Muss erstmal ausgiebig geputzt werden. Alter Schwede, da hast du alles gegeben, ha? Hätte ich dich mal drin lassen. Ja, du siehst super aus. Ganz fantastisch. Hier ist alles bereit. Nur das Pony muss es noch werden. Eigentlich fährt man einfach nur. Na, wow! Es scheint sehr angenehm zu sein gerade, ja? Ja. Entschuldigung. Aber es sind Konfetti. Deine Dusche soll sich ja auch lohnen, ne? Nein? Doch, wir sind jetzt noch fleißig. Ich fahre jetzt nach Olivia. Na, Mausi. Oh, was hast du denn hier für einen kleinen Cut auf der Nase? Du süße Maus. Und dann mal schauen, wie ich in der Zeit bin, ob ich noch einreite. Wir sind aber heute sehr, sehr fleißig gewesen. Wir hatten auch am Vormittag, deswegen war es auch ein bisschen schwierig noch mit Filmen jetzt, ein sehr gutes Probereiten. Ich hoffe, dass das sich so gut entwickelt. Es war wirklich sehr gut. Ich hoffe, das passt soweit. Ah, perfekt. Sprung habe ich nämlich auch noch stehen. Und dann sind wir jetzt erst noch mal fleißig. Irgendwie ist ganz komisches Wetter jetzt. Ich glaube, ich muss mir jetzt doch erstmal noch eine Weste noch mal drüber ziehen.
Beim Reiten wird es aber gleich warm. Ja, es ist schon ganz schön dunkel geworden inzwischen, aber wir waren hier noch fleißig und wow. Ein paar ganz easy Sprünge so mit eingebaut, ganz locker in den Galopp. Die Maus kann ja auch echt ein bisschen frech sein, aber das war von Anfang an gesagt und das wussten wir und das haben wir auch schon zu spüren bekommen. Die ist einfach super clever, die ist richtig schlau. Und wenn die einmal sich eine kleine Flause in den Kopf gesetzt hat, dann muss man die auch erstmal wieder geduldig rausarbeiten. Und heute habe ich ja so ein gutes Gefühl gehabt, so im lockeren Schritt, Trab, Galopp. Ich mag die ja sehr gerne, wisst ihr. Ich kann die echt richtig gut leiden und die ist so toll zu reiten. Aber die ist halt auch ein bisschen frech, ne? Auch so ein bisschen wie die Püppi, sag ich mal. Aber die Püppi kannte ich ja dann schon jahrelang, ne? Also die hat ja auch gebockt wie eine Sau manchmal. Aber da wusste ich, dass die mir nichts tut und nichts Böses macht oder so. Und wenn das so bei den Jungspunden mal ist, also die bockt jetzt nicht los irgendwie, aber die ist dann einfach so manchmal so ein bisschen frech so im Angaloppieren, dass sie sich da mal so eine kleine Flause da überlegt hat. Aber mega gut gewesen heute. Und so gut, dass wir auch wieder ein bisschen gesprungen sind. Und die kann ja richtig gut springen. Da muss noch ganz viel Gleichmaß rein. So am Sprung auch. Die Sprungabläufe müssen gleichmäßig sein. Aber da sind zwischendurch schon bombastisch gute Sprünge dabei. Und ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ne? Die ist ja auch erst 4 und hat ja auch einfach noch nicht viel gemacht, angeritten, dann nochmal Pause im letzten Sommer und dann Winter wieder angeschoben und dann kam sie jetzt zu uns im Frühling und das haben wir jetzt ganz vorsichtig alles gefestigt und jetzt geht's weiter. Hey, ich bin echt happy. Sehr zufrieden mit dir, Maus. Na? Hast du echt toll gemacht. Sie wird schon erwartet. Clooney liebt alle Stuten. Alle sind seine Freunde, Frauen, sein Harem. Und jetzt fehlt mir völlig eine. Ich bin schon da, ich bringe sie dir wieder. Ja, du liebst sie, ne? Die stehen nebeneinander. Oh, man sieht mich gar nicht mehr. Geil. Die stehen nebeneinander. Und er freut sich immer, wenn sie wiederkommt. Direkt erstmal hinlegen. Oh, fühlst du dich jetzt beobachtet? Das tut mir fast leid. Wie wälzt du dich denn? Ja. Oh. Ja, das trägt man heute so. Ja, schön. Hättest du das nicht drin lassen können? Sag mal. Jetzt nochmal mit Licht. Komm, mit Alex telefoniert. Ich kann noch einen reiten. Die sind nämlich gerade in der Jungsgruppe am Zocken, am Carrera zocken. Oh, Mori, du bist so süß. Du bist so süß. Oh, ich hab gar nichts, das ist fies, ne? Gut, dass ich nochmal hier bin. Hoppala. So. Aber jetzt muss ich hier erstmal gucken. Geritten. Armani. Machen wir noch was? Nori? Armani? Nimm uns den Kleinen nochmal mit. Hm? Ja, so ein bisschen locker, easy peasy. Du Süßer, der hatte gestern nur ein kleines Jogging-Programm, weil er sich mal geimpft wurde. Alles traurig. Oh. Ja, dann sind wir noch ein bisschen fleißig. Ich glaube, das ist der abgeklärteste 4-Jährige, den ich jemals erlebt habe. Der ist einfach so entspannt und so brav und so, oh, so ein kleiner Herzensbrecher. Richtiger Herzbub, sag ich euch. Wenn heute auch das erste Mal nicht ablongiert, als ob das Ablongieren überhaupt nötig gewesen wäre, ne? War es nicht.
Aber trotzdem, habe ich ja schon gesagt, als ich ihn das erste Mal geritten bin. Sicher, sicher. Heute ist auch erst das dritte Mal jetzt. Und das zweite Mal habe ich ihn auch nur ein bisschen laufen lassen, weil er da vom Regen ein bisschen nass war am Rücken. Und da ist man sich ja trotzdem nicht so sicher, wenn man sich die wenn man die Pferde nicht kennt. Aber was dringend gemacht werden muss, ist die Mähne. Die ist ja sehr üppig. Die müssen wir irgendwie mal in den Griff kriegen, weil sonst hast du gleich gar keinen Hals mehr, wenn das so weiter wächst. Und jetzt wird es schon wieder richtig stürmisch draußen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme jetzt hört. Sehr ungemütlich. Morgen geht ein neuer Springlehrgang los. Deswegen hier alles nochmal ein bisschen frisch gemacht. Beziehungsweise bin dabei und die Bande einmal abgekehrt und angefangen hier zu wässern. Ich habe wohlweislich den dreiviertelsten Hufschlag fertig und habe damit erstmal angefangen. Den Rest mache ich nachher gleich noch weiter oder morgen, je nachdem wie es jetzt zeitlich ist. Habe halt hier angefangen wirklich richtig nass zu machen. Also jetzt auch hier, ihr seht, es ist wirklich pitschelig und das kann jetzt schön einsickern. Und dann kann Alex die Halle morgen nochmal richtig schön schleppen, auch den Hufschlag nochmal richtig gerade ziehen, rausziehen oder reinziehen, besser gesagt. Ja, hier ist soweit alles schon mal gut vorbereitet. Bande ist auch einmal übergekehrt, Katrin vorhin noch schnell gemacht. Und alles tippitoppi. Die Boxen für die Lehrgangspferde da und dann auch weiter hinten haben wir heute auch fast schon fertig. Ich glaube, eine fehlt noch, weil da heute für einen Hufschmied einmal ein Einsteller drin stand. Die müssen wir noch machen, aber die anderen sind schon auch eingestreut und Heu drin, alles vorbereitet. Ich hole jetzt aber auch gleich mal noch die Bags, beziehungsweise halt die einzelnen Bestandteile davon und packe hier in die Sattelkammer, dann ist das nämlich auch schon da. Also dafür, dass ich das allererste Mal... Oh, wie habe ich den denn verursacht? Habe ich doch ein bisschen was hinter mir hergezogen. Mist. Halle geschleppt habe. Finde ich, kann sich das sehen lassen. Es ist noch nicht perfekt, es ist noch optimierungsbedürftig. Irgendwie habe ich hier so ein paar Streifen reingefahren. Warum? Also das sieht ja mal, also bitte, richtig gut aus. Aber ich glaube, das ist, wenn ich dann zu langsam war. Wenn ich schneller gefahren bin, sieht das hier... Naja, aber ich habe auch erst alles einmal komplett rumgekreiselt und dann nochmal glatt gezogen. Jetzt bin ich nochmal rechts rum, außenrum glatt gezogen. Ich wusste nicht ganz tausendprozentig einzuschätzen mit dem Hufschlag, wie weit ich rankomme. Aber hey, also das ist schon... Das ist richtig gut. Ich mache gerade noch... unser Tor hier wieder zu. Das hatte ich vorhin gerade einmal aufgelassen. Jetzt ist Feierabend. Ich bin echt müde, K.O. Es war aber ein sehr guter erster Tag. Ich muss nur noch schnell das Thumbnail vom Vlog fertig machen, der morgen früh online geht. Das ist schon hochgeladen und fertig, aber das fehlt noch.
dir bin ich begeistert. Der entwickelt sich gerade so gut. Ich bin echt, echt begeistert. Ich kann es gar nicht anders sagen, wirklich. Der macht so eine unglaubliche Freude. Ist so unkompliziert und einem immer motiviert. Wird jetzt so fein zu reiten, so kraftvoll am Sprung, so leichtfüßig. Und der macht das alles mit einer Leichtigkeit und einer Einstellung, einer Vorsicht am Sprung. Auf dem Turnier ist er ja gerne nochmal so ein bisschen übermotiviert. Und zu Hause ist er eigentlich immer eher so träge gewesen, aber jetzt zu Hause ist er auch, wie gesagt, mit so leicht unterwegs. Wirklich, ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist alles so leicht. Also, der wird nächstes Jahr 6-jährig Youngster-Tour, glaube ich, richtig glänzen. Weil er auch so unbeeindruckt ist von allem. Sprünge und so sind ihm halt scheißegal. Also der ist nicht glotzig und nix. So unkompliziert, so cool. Das wird gut nächstes Jahr. Ich bin gerade unterwegs und hole die Palettenrahmen ab. Ich bin sehr viel früher als gedacht. Habe jetzt noch schnell hier Geld abgehoben und dafür ein bisschen mehr Zeit eingeplant, weil ich nicht wusste, ob das jetzt hier alles klappt. Nicht, dass ich nochmal woanders hinfahren muss. Kann ja auch immer mal sein, dass Geldautomat nicht funktioniert, kaputt ist, irgendwie was dazwischen kommt, aber da jetzt alles geklappt hat, habe ich so viel Puffer eingeplant, dass ich jetzt hier stehe und warte. Hier wird es geschrieben, ja, ich könnte auch schon da sein. Ich habe nur noch 500 Meter vor mir. Oder ich warte hier jetzt kurz bis 16 Uhr, bis wir verabredet sind. Bin gerade parallel noch am Stöbern bei Kleinanzeigen nach weiteren Paletten an der Gegend und mache mir die alle klar. Ein paar haben wir schon zu Hause. Können wir auf jeden Fall schon mal Probe bauen. Aber ich bin sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Die Ware ist zu Hause angekommen. Und für mich geht es jetzt noch im Sattel weiter. Wir müssen nämlich dann jetzt einmal die Sprünge gleich abbauen. Weil wir morgen spontan zum Probereiten jemanden haben. Deswegen müssen wir jetzt einmal kurz fleißig sein. Es ist soweit, es ist Winter. Alter Schwede, es sind 3 Grad immer noch. Es wird irgendwie nicht wärmer. Es sieht wunderschön aus, aber es ist auch arschkalt. Ich habe das erste Mal eine Thermoleggings drunter. Hui.
trinken sie da Wässer. Er hat trotzdem immer noch den Trichter mit an. Es ist noch nicht so ganz perfekt, aber deutlich, deutlich besser. Heute war so ein Tag, der hat einfach zu wenig Stunden gehabt. Es war so ein bisschen stressig alles. Ich wollte eigentlich auch beim Reiten noch mehr gefilmt haben. Aber was ich euch jetzt auf jeden Fall zeige, in welche Richtung gehe ich denn jetzt, kann ich euch gleich mal da zeigen. Schaut hier, die ersten Heuraufen sind nämlich gebaut. Richtig cool. Und hier habe ich schon mal Licht angemacht. Ich muss nämlich gleich noch die beiden putzen, mit denen ich morgen früh zum Turnier losstarte. Und Katrin kommt dann noch mit dem zweiten Transporter mit Castro und Maya nachgefahren, weil die Prüfungen echt ein großes Starterfeld haben und dementsprechend sehr weit auseinander liegen. Also ich habe um 9 die erste Prüfung und 19 Uhr die letzte beginnen. Und das muss ja jetzt nicht sein, dass ich früh um 7 schon dann mit Maya und Castro, vor allem Castro, also Maya hat um 17 Uhr die erste und 19 Uhr die zweite Prüfung und Castro nur 19 Uhr, dass ich die dann halt jetzt dann früh mitnehme und den ganzen Tag da auf dem Auto stehen habe. Oder auf dem Hänger dann besser gesagt. Deswegen fahren wir mit 2 Autos. Und ich fahre halt mit 2 hin, mit Nori und Caballero. Und dann tauschen wir sozusagen dann am frühen Nachmittag einmal aus, dass Katrin dann mit den 2 hinfährt und mit den anderen 2 wieder heimfährt. Das sollte klappen. Da muss ich jetzt aber noch den Rest packen. Ist jetzt erstmal nur ein bisschen improvisiert hingestellt, noch nicht fertig. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es vielleicht sogar ein bisschen zu hoch ist. Es hätte jetzt schwer einzuschätzen, ohne Pferd jetzt hier zu stehen. Aber muss noch alles ein bisschen hübsch gemacht werden, so außenrum. Aber an sich ist es fast fertig. Da kommt unten drunter bei einer, ich weiß aber nicht bei welcher, ist schon Gummi drin. Bei den beiden jetzt hier noch nicht. Da kommt noch so ein Gummiboden rein. Den haben wir jetzt aber gerade noch nicht da. Der kommt die Tage. Das ist nämlich die untere Palette auch nochmal geschützt ist vor Wasser und dass es heute nicht durchfallen kann. Das ist aber dann nicht so dicht abgeschlossen, dass es nicht abfließen kann, sondern das, also da steht dann keine Staunässe hier drin. Das haben wir bei den Pony Paddock Raufen genauso auch unten drin. Richtig gut. Und das sind hier diese Palettenrahmen, die ich jetzt geholt habe gestern. Und das sieht einfach schon richtig, richtig gut aus. Bei den Raufen war es mir halt wichtig, dass die eben nicht da irgendwie viel Platz zwischendrin haben. Wenn man jetzt nur Paletten genommen hätte, dann wäre da ja immer ein Spalt gewesen, wo die sich vielleicht doch mal hätten irgendwie doof reinhängen können. Man kann ja manchmal gar nicht dumm denken. Aber das ist ja jetzt wirklich ein geschlossener Kasten hier. Da oben kommt noch so Anti-Bite-Zeug dran, dass sie da nicht rumknabbern. Da hat Maya nämlich schon hier Zahn angelegt, aber das sieht einfach richtig gut aus und es soll halt jetzt die nächsten Tage matschig werden, deswegen war das jetzt wirklich just in time. Ich glaube, wir kriegen noch nicht alle fertig, ich muss noch mehr Paletten organisieren, die schaffe ich jetzt aber nicht abzuholen vorm Turnier noch, also ich habe einige noch, aber die halt auch immer abzuholen kostet ja auch viel Zeit, deswegen habe ich das jetzt noch nicht geschafft, habe ich heute welche geholt, dass wir schon mal einige bauen konnten. Da legt Conny dann morgen weiter los. Oh, und schaut mal, wer auch wieder da ist von Sommerweide. Das Freedom. Vor allem der Freedom. Es ist alles noch ein bisschen aufregend hier gerade. Der war ja auch mit draußen, weil der einfach mit Asthma ganz schön zu tun hat im Sommer. Und an der frischen Luft auf dem Gras hat es eben richtig, richtig gut getan. Und jetzt ist er aber wie die anderen Einsteller auch heute gerade wieder hergezogen, deswegen sind die anderen noch so ein bisschen fies zu ihm. Das war gerade echt ein bisschen gemein. Die kennen sich ja seit Jahrzehnten teilweise, aber er wurde gerade erstmal gemobbt. Aber das hat sich... Ja, du, Ella hier, die war die fieseste, obwohl die immer eigentlich echt rangniedrig war. Hat die irgendwie ein bisschen Oberwasser bekommen. Aber das hat sich dann in 2 Tagen auch schon wieder erledigt. Und hier haben wir auch so lange Heuraufen. Vorne genauso, da wo die Ponys jetzt stehen. Ich weiß nicht, ob man sieht.
gebaut. Da hat Conny hier schon fleißig alles wieder schick gemacht. Und jetzt kommt, wie gesagt, auf jedes Paddock hier auch noch so eine Heuraufe drauf in den nächsten Tagen, wenn dann alles fertig gebaut ist. Das freut mich wirklich unfassbar doll. Ich habe es am Anfang des Vlogs ja schon gesagt, dass wir da jetzt so eine gute, günstige Lösung haben. Auf die Menge ist es immer noch echt viel Geld. Aber günstiger wäre ich nie wieder da rangekommen. Deswegen musste das jetzt auch sein. Boah, das Gebäude sieht von außen noch so schäbig aus. Das ist furchtbar. Wir gucken hier rein. Da sieht es toll aus. Ich werde jetzt auch an der Stelle direkt einmal den Vlog beenden. Ach, Probereiten hatten wir heute auch noch zwischendurch. Das war sehr gut. Ich hoffe, das wird was. Ich glaube, da könnte Cloni ein ganz, ganz, ganz tolles neues Zuhause gefunden haben. Aber erstmal Daumen und Rücken abwarten. Ja, aber da ich dann morgen ja auf Turnier direkt auch wieder weiter vlogge, werde ich den jetzt beenden. Den heute Abend auch gleich noch schneiden, weil es mir sonst zum Wochenende hin ein bisschen stressig wird. Und dann sehen wir uns am Mittwoch zu einem neuen Video wieder. Mir schwebt eins vor. Mal gucken, ob ich das umsetzen werde. So ein bisschen Pferdeentwicklung gegenüberzustellen. Muss ich mal raussuchen von Videos was. Aber jetzt erstmal ein schönes Wochenende euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.